Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splatoon 2. Wir spielen heute mal ausnahmsweise ohne Challenge. Ich wollte einfach mal wieder eine neue Waffe ausprobieren. Und zwar den Quadhopper Nord. Ja, ich bin gespannt, was das für eine Waffe ist. Es ist auf jeden Fall ein Doppler, ne? Das sehen wir hier schon. Und er unterstützt es viermal zu rollen. Das ist krass, ja. Viermal rollen ist wirklich eine krasse Sache, muss ich sagen. So, zack, zack und jetzt, ja. Das muss ich auf jeden Fall nutzen mit dem vierfach rollen. Das könnte sehr nützlich sein, auf jeden Fall. Gucken wir uns mal an. Ja, gucken wir uns mal an. Gut, aber dadurch, dass wir heute keine Challenge haben, können wir ausnahmsweise mal wieder ganz normal spielen. Oh, wir haben einen Tintenschock. Okay, dann sollten wir schauen, dass wir vielleicht in Richtung Mitte abdüsen und da mal ein paar Leute umbringen. Ne, das wäre ganz empfehlenswert eigentlich. So, meine Freunde. Na, kommt alle her. Kommt alle her. Ihr könnt mich alle mal. Bams. Ja, kannst mich mal, mein Freund. Kannst mich mal. Ich kille alles. Alles, meine Freunde. Alles wird gekillt. Überhaupt kein Problem für mich. Ich bin ein alter Profi. Ich stelle mich gerade echt nicht ganz dumm an, muss ich sagen, ne? Und wir haben eine Tintenrüstung, was auch sehr vorteilhaft für alles Mögliche ist. Auf jeden Fall. Ja, gut. Eieiei, oh, das ist gerade nicht so vorteilhaft. Der bringt mich ja noch um. Wow, so, okay. Aber der Quadhopper Noir, der ist schon ziemlich sick, ja, muss ich sagen. Oh Mann, jetzt hat er mich aber gekillt. Das war aber auch ziemlich blöd von mir gespielt, muss ich sagen. Das war wirklich blöd von mir gespielt. Naja, hilft nicht. Wir färben hier wieder alles um. Bei uns in der Base darf es nicht blau sein. Das ist verboten, ja. Ich bin Blau-Rassist, falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, ich habe was gegen Blaue und Leute, die blau machen. Spaß. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier schon wieder für eine Scheiße laber. Aber genau das ist normal für mich, ne? So kennt man mich. So. Aha, da haben wir jemanden blauen. Bams, jawohl, Bams. So will ich das sehen, weißt du? Da habe ich das Rollen ausgenutzt und habe ihn instant gekillt, ja. Also, der gefällt mir wirklich gut. Normalerweise bin ich ja so ein normaler Doppler Perry oder wie die heißen. Doppler Perry, Perry, Doppler, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich normalerweise ein Fan von denen. Aber die gefallen mir auch gerade ganz gut. Also, die muss ich mir auch in Zukunft mal ein bisschen genauer angucken. Nö. Auf jeden Fall. Muss ich mir in Zukunft genauer angucken. Die könnten eventuell auch zu einer Main-Waffe von mir werden. Ich meine, ich spiele das Spiel ja nicht unbedingt oft, aber ja, ne? Ihr wisst schon Bescheid. So, und jetzt nochmal hier in der Mitte das Ding da auslösen. Gekillt haben wir ihn jetzt nicht mehr, aber eingefärbt. Und das ist easy peasy gewonnen. Ja, das ist gar kein Problem für mich. Kein Problem. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Also die Waffe gefällt mir bisher ganz gut. Ja, nice. Zweite Runde, gleiche Waffe, gleiche Map. Also gucken wir, ob wir gleich nochmal gewinnen. Kommt natürlich aufs Team drauf an. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. So, schön alles einfärben hier mit dem Quadhopper Noir. Ich weiß gar nicht mal, ob man das so ausspricht, aber ich glaube schon so ähnlich wie Noir. So L.A. Noir, ne, das Spiel. Kennen vielleicht einige. Ich glaube so ähnlich. Nur halt das Noir von dieser Waffe hier ist ohne E hinten dran. Ach, was laber ich denn? Wen juckt denn das überhaupt? Hilfe? Freundchen? Freundchen, was geht ab? Dankeschön, wer auch immer das war da unten. Danke für deine Hilfe. Ja, toller Typ. Okay, alles einfärben, alles einfärben. So, da haben wir unseren tollen Tintenschocker wieder bekommen. Ja, den werden wir auch gleich verwenden. Und habe ich nicht vorher gesagt, ich habe was gegen Blaue? Ja, jetzt habe ich selber Blau. Ja, Ironie des Schicksals. Ach, Cem, du warst das? Ja, klar. Moin. Was geht? Gut, wer war es denn auch sonst? Es ist natürlich Cem. Cem, Cem, Cem. Immer dieser Cem. So, ciao. Oh! Ja, geil. Es war schon wieder Cem, oder? Ja, natürlich. Wer denn auch sonst, ne?
Ja, leck mich am Arsch. Okay. Cem im Gegnerteam ist es nie gut. Sag mal, bist du eigentlich in allem ein Profi? Mario Kart, Splatoon, was noch? Also, keine Ahnung. Hast du sonst noch irgendwelche Spezialitäten? Das ist jetzt halt so die Frage, ne? Oh, wow, 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 wow. Mann, wer war das denn schon wieder? Hector. Ja, Hector, Mensch. Verpiss dich doch, Hector. Oh, Mann. Was ist das denn? Ich verkacke gerade richtig ab. Und so viel zum Thema, die Waffe ist gut. Ha, Cem. Opfer. So. Das musste jetzt sein. Das ging gerade nicht anders. Es tut mir leid. So. Alles schön einfärben und darauf aufpassen, dass da keiner von der Seite kommt, ne? Aufpassen, meine Freunde. Ne? Sepsens, aufpassen. So. Alles klar. Tintenschocker haben wir auch wieder, aber wir haben noch nicht sehr viele Punkte. Erst 430? Das gefällt mir aber gar nicht. Das ist sehr unterdurchschnittlich. Was soll denn der Kack? Jetzt mal ernsthaft. Was soll denn der Kack? Das geht so gar nicht. So, mein Freund. Wuhuhu! Da haben wir gerade die doppelte Combo ausgelöst. Natürlich, und wer war's, Cem? Sag mal, verfolgst du mich eigentlich oder was ist los mit dir? Es gibt es ja nicht. Okay. Wir müssen wieder in Richtung Middle of the Life. Mama Mia. Da haben wir ihn. Ja. Oh, damn. Das hat er aber gut gemacht, der Hector. Und das könnte verloren sein, könnte aber auch gewonnen sein. Ah, das wird sehr grenzwertig, glaube ich. Ah, ich glaube aber, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, haben wir. Ja, 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 ja. Cem, friss das. Ja, ja. Aha, jetzt bekommen wir das Arowana Center. Habe ich noch nicht oft gespielt, nur im Splatfest einmal und in dem Video, glaube ich, auch einmal. In irgendeinem Video. War das vielleicht die Challenge, wo man sich nicht in den Tintenfisch verwandeln durfte und wo ich auf dieser Map hier richtig am Arsch war? Weil die Map hier ziemlich hart darauf ausgelegt ist, als Tintenfisch zu spielen. Ich glaube, ja. Ich glaube, das war diese Challenge. Wenn nicht, dann, ja. Dann, genau. Sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr es noch wisst, welche Challenge das war. Gut, wir färben hier alles ein und ihr müsst mich nicht verfolgen, ne? Das ist euch hoffentlich klar. Alles, oh mein Gott, lol. Easy, Sepsens. Das hast du aber auch nur du gedacht, ne? Alles klar. Das war CS Nolan mit irgendeinem komischen Ding zwischen CS und Nolan. Genau. So nennt man das. Komisches Ding zwischen CS und Nolan. Gut. Ja, ich mag das Arowana Center eigentlich. Es ist so, ja, so schön hoch und tief. Also es hat sehr verschiedene Höhen. Einen sehr großen Höhenunterschied. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich bin heute wieder so wortgewandt. Das ist der Shit. So wortgewandt war ich doch schon lange nicht mehr. Nein, ich bin immer wortgewandt. Das wisst ihr ja. Und wer ist da oben mit einer Sepisphäre? Lol. Oh, wer ist denn das da? Mann. Wer war das? CS. Komisches Ding. Nolan war das. Und aber da war noch irgendjemand. Cem. Da ist Cem. War das Cem, der mich da gerade abgefuckt hat? Nee. Das warst du, oder? Nee, das war auch nicht Kern. War das vielleicht der Freund von Cem? Nee, das ist Sepsens. Achso, nee, der Freund von Cem ist bei mir. Oder das ist doch der Freund von Cem, oder? Weil ihr habt den gleichen Tag und so. Sehe ich das richtig? Okay. Wenn nicht, dann, ja, sagt mir Bescheid, wenn ich das nicht richtig sehe. Okay. Ich muss hier auch informiert werden über die ganzen Splatoon-Clans. Ich kenne mich da ja nicht aus. Ja, muss ich ja hier informiert werden, wie das abläuft hier. In der Splatoon-Community. Und ich würde es super finden, wenn wir jetzt die dritte Runde vielleicht auch noch gewinnen würden. Das wäre auf jeden Fall eine super Sache. Lol, das war's mit dir, Kern. Und da killt mich natürlich Johnny Gaming. Nee, Johnny Gay. Was? Gay, ja. Heißt wirklich so. Kann ich auch nichts machen, Mensch. Kann ich auch nichts machen. So.
Aber das Arowana Center ist halt auch sehr verzwicket. Ey, ich spiele mich jetzt hier nicht lange mit dir, mein Freund. Mama mia. Oh, komm. Den Kampf gewinne ich jetzt gegen den Typen. Ha, Johnny. Gay. So, komm her. Komm her, komm her. Ah, da war CS Nolan. Mit dem komischen Ding da dazwischen. Und das haben wir jetzt verloren. Ja, kann nicht alles super laufen. Aber naja. Passiert halt auch mal, ne? Auch Skiller müssen manchmal verlieren. So läuft das halt. Oh, wir hatten einen Disconnect. Ach so. Alles klar, Leute, das war's dann wieder mal mit einer neuen Folge von Splatoon 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.